So, ich mache einfach mal. So, einfach mit ESF, zack, zack. So, ein Treffer. So, weiter. ESF immer dann einschalten, wenn ihr sicher seid, dass ihr auf jeden Fall trifft. Wenn nicht, dann ist auch natürlich nicht schlimm. Weil dann sucht ihr einfach mal eine Werkstatt oder so, wenn dann eine Werkstatt irgendwo nebenbei ist. Einfach mal in die Werkstatt reinfahren und dann habt ihr eure Verfolgungstechnologien aufgeladen wieder. Zum Beispiel, bei denen weiß ich jetzt nicht so genau. Boah, eine Betäubungsmine hat er mir vorgeworfen. Boah, Junge, komm wieder her, ey. Ganz im Ernst, wo bist du? Oh, da war einer. Wo ist der? Da vor mir. Okay. Da sieht er es, denke ich mal. So, wo ist der? Da. Zack. Noch zwei Treffer, dann haben wir diese Liste abgeschlossen. Dann kriegen wir ein Marussia B2. Auch ein cooles Auto eigentlich. Warte. So. Noch ein Treffer. Oh, ich wurde auch mit Schockwelle getroffen. Ich habe keine Ahnung von wem. Oh Mann, Alter. Willst du mich doch verarschen? Ah, vor mir. Aber ich wollte ganz kurz reparieren. Mein Auto reparieren. So, wo ist der? Wo startet der? Aber wo ist der jetzt? Ach, ein McLaren P. MP12-12C Spider. So wird er nämlich genannt. Ja, dieser Spawn auch. Ganz im Ernst, Alter. So. Ah, da links sieht man irgendwas über ihn. Ziel verloren. Ich sehe einen. Also ich, ne? Also ich sehe einen. Wie soll ich jetzt hin? Ist hier irgendwo ein Eingang oder so? Aber das wollte ich gar nicht. Da haben wir. Nein! Warum sind wir weggefahren? Komm wieder zurück. Okay. Der interessiert mich nicht. Kommandoposten. Los geht's. Ja, das ist die GPS, Kommandoposten, 1,1 Kilometer, 1 Kilometer bis zum Ziel. Und das machen wir auch. Verdächtige interessiert mich eigentlich eher nicht jetzt. Ich will einfach nur zu Kommandoposten. Das können schon meine Kollegen erledigen, ja? So, mit den Autos. So, Kommandoposten. Betreten. Warum will ich immer beitreten sagen? Meine Fresse. Von vorne mit einem anderen Wagen zu kollidieren, ist ein Frontaltreffer. Ja, ich dachte, es ist ein Hecktreffer. So. Oh, Mann. Oh, jetzt hab ich zum Wahnsinn erstmal ganz im Ernst. So, 3 Minuten 24 haben wir gebraucht. Gar nicht mal so viel. 18.000 Speedpoints wieder. Rang erhöht und so weiter. Und Marussia B2. Ja, hat einen Mittelmotor, denke ich mal. Ich denke schon. Und es ist ziemlich geil. Wir müssen uns unter sie mischen. Warte, einen Enforcer hatte ich schon. Dein Freund und Verfolger. So. Sammle 10.000 Speedpoints in einer einzigen Saison. Silber bei Schnelleinsatz und erziele einen beinahe Unfall. Ja, beinahe Unfall ist eigentlich gar nicht mehr so schwer. Ist vor mir schon irgendwas? Nein. Okay, dann nicht. Ich verstehe immer noch nicht, was da so... Bei dem Ultimate Edition ist halt rot, oder was? Das ist alles. Also, Schnelleinsatz. Wo ist das? Da. Schnelleinsatz ist sowas ähnliches wie Zeitfahren bei dem Racer. Das ist eigentlich fast... Es ist eigentlich das Gleiche. Es heißt einfach nur anders, und weil es beim Cop ist, ja. Also, es heißt anders, weil es in der Cop... Edition ist oder so. Ja. So. Ja, da haben wir es. Wir sind ja vor der berühmten langen Brücke.
Und los. So, 2 Minuten haben wir, 5,4 Kilometer bis zum Ziel, 10 Kontrollpunkte. Gar nicht mal so schlecht. So. Ich finde die Grafik eigentlich an sich ganz gut. Also wenn ihr jetzt HD macht. Alter. Also wenn ihr jetzt wirklich auf HD klickt, also wenn jemand von euch, also wenn ihr das könnt, dann klickt einfach mal auf HD und guckt mal im Vollbild, im Vollbildmodus, so, das wollte ich sagen, Vollbildschirmmodus wollte ich immer sagen, aber das klappt noch nicht. So, ich komme nochmal darauf zu sprechen, und zwar, wenn da zum Beispiel steht, Silber bei irgendwas, Bronze bei irgendwas, heißt das jetzt nicht, dass ihr wirklich Bronze haben sollt, sondern das heißt einfach mindestens Bronze oder mindestens Silber. Das ist das gleiche, wenn das steht zum Beispiel Gold bei, das ist natürlich klar, dass ihr Erster sein müsst. Aber das dann heißt es eigentlich mindestens Gold bei und dann diesen und diesen Rennen. Ja? So. So, und zack. Mir fehlt Dennis an GTR. In der Racer-Karriere. Ziel, natürlich, was denn sonst? Ach, ich muss noch. Ja, aber ich 10.000 Speed minus. Das ist eigentlich ziemlich einfach. So, zack. So, komm schon. Ich würde mal den Racer verhaften. Also versuchen zu verhaften. Mann, Alter. Komm, das ist noch ein GT3. Ich denke, also wer das gehört hat, also das ist irgendwie jetzt ein bisschen peinlich für Porsche. Und zwar, was jetzt passiert ist, und zwar mehrere, also jetzt in der letzten Zeit sind viele Porsche GT3, also diese Teile, abgebrannt. Ja? So, und was natürlich, also niemand wurde davon getötet oder irgendwie sowas. Also ist nicht tot dadurch, dass das Auto abgebrannt ist, also keine Körperschäden oder so von den Leuten. Ja, aber wie schon, ja, was ich sagen wollte, ist halt, Porsche zieht halt jetzt alle GT3 wieder aus dem Verkehr. Meine Fresse, das geht wirklich auf den Senkel, Alter. Ich will doch einfach nur meine Speedruns erreichen. Zack, fick dich. Nein. Ach, mein Fahrzeugschaden ist kritisch. Okay. So, geht doch. Kein Bock mehr, Alter. Ganz anders. So, nee, ist effektiv. Ja, Mann, das kommt auch ein bisschen spät, ja. So, ja. Porsche GT3, ja, wie schon gesagt, dass diese Porsche GT3 aus dem Verkehr gezogen werden. Und die, also nicht aus dem Verkehr gezogen werden, dass sie die Produktion eingestellt haben, ja. Also die werden jetzt noch nicht produziert, weil sie halt eine gewisse Gefahr irgendwie bilden. Ich dachte mir nur so, okay, das ist schon ein bisschen strange, dass es vielleicht sein kann, dass dein Porsche GT3 einfach mal so in die Luft fliegen kann. Ja, Kommandoposten beitreten, natürlich. Wir holen uns natürlich unser neues Auto ab. Und werden viel Spaß mit dem Auto haben. Ja, Kopfrang 5. Ja. Was haben wir jetzt? Ah, genau. Ein Shelby GT500 als Enforcer. Ja, 3 Minuten 16. Das war ziemlich schnell. Ja, 22.500 Speedpoints. Mehr als vorher. Also nicht ganz jetzt 18.000 Speedpoints, weil wir das, also ganze Zeit, zweimal hatten wir das jetzt bis jetzt. Ja. Neuer Wagen verfügbar. Ein Ford Shelby GT500. Dieser Shelby wurde extra für Shelby gebaut, weil als dieser Shelby in die Produktion kam, da ist
der Carol Shelby, der den eigentlich die meisten kennen sollten. Ja, ist er gestorben. So, Schweife. Ich nehme einfach einen Forster. Ich gucke einfach mal als Shelby. Oh, geht es Shelby als? Aha, normales Auto, okay. So, das nächste Auto, ein BMW M6 Coupé. Wird eigentlich mal cool sein. So, also Slam 10, Racer von der Seite. Oh, das wird, denke ich mal, gar nicht mal so schwer sein. Die Racer von der Seite so slammen. Schwieriger wird es, die Racer zu finden überhaupt. Das ist immer die größte Sorge. Mann. Ja, Huayra im Hintergrund. Im schönen Rot. Bei euch sieht das Rot ein bisschen... Also bei mir ist es ein bisschen gesättigt, ja. So. Aber wie schon gesagt, ich muss einen Racer suchen. Kann ich schon auch so schon einen finden? Nein. Ich dachte, ich wäre schon irgendwie der King oder so und könnte den einfach so finden. Aber ich habe eine andere Idee. Ich drehe mal um und fahre auf den Highway, weil... Also, ja. Es ist einfach besser. So. Schöner Beak-Szene. Sehe ich gar nicht. Ja, Racer seitlich slammen. So, slammen. So, ein MP4. Oh Junge, ganz im Ernst. Komm, ich bin eh schneller als... So. Ganz vorsichtig hier. Soll ich sehen? Aber der... Fällt mir weg. What? Oh, wo ist der? WTF? Also ich fahre einfach mal gerade raus und gucke einfach, wo der ist. Ja, wo ist der? Da ist einer. Ich habe nur einmal einen Racer von der Seite geslampt, ist mir nicht. Bin gar nicht mal so. So, ich sehe ihn. So, los. Schaff das. Bitte fahr nicht weg. Mann, du bist doch scheiße. Komm schon. Mein schöner McLaren MP4 Spider. So, dreimal insgesamt geslammt. Viermal, fünfmal. Ey. So, scheiße. Sechsmal, siebenmal, achtmal. Neunmal, noch einmal. Oh, komm schon. Gib Gas. Komm schon. Geht doch. Obwohl ich ihn von hinten geslammt habe. Kein Problem. GPS, Kommandoposten, 700 Meter. Habe ich ja vergessen. Ja, dass da auch einer war. Und da ist unser Kollege Lüskens. Lamborghini Gallardo. Ich weiß nicht, ob das Super Leggera war oder nicht. Ich denke nicht. Dafür. Ja, Kommandoposten beitreten und unseren fetten M6 abholen. Ja, als Enforcer. So, meine Folge ist zu Ende. So, was haben wir hier? 2 Minuten 13 haben wir gebraucht. Boah, das ging schnell wirklich. 9000 Speedpoints. Rang erhöht, Verfolgungstechnologie und neuer Wagen verfügbar. Und zwar ein BMW M6 Coupé. Das hat sich so gereimt. Wow. Seht ihr dieses schöne Ding? Schön, oder? Ja. So. Geschmackssache, ne? So, übertriebene Gewalt, Kapitel 3. Mal gucken. Ein Video. Der besuchte heute Officer John McManus, der mit Verletzungen im Krankenhaus von Redview County liegt. Der Sachschaden durch Straßenrennen in Redview County geht in die Tausende, aber nun ist zum ersten Mal eine Grenze überschritten worden. Newtons Gesetze besagen, dass jede Aktion eine gleiche, entgegengesetzte Reaktion